Ein herzliches Willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Wir spielen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Nämlich haben wir alle Teile für diesen Parallelprozessor. Müssen wir noch alle Teile von diesem Parallelprozessor zusammensuchen. Wir haben alle Fragmente gefunden, genau. Ist jetzt auch schon wieder 2 Tage her. Ich muss nochmal mal gucken. Genau, wir brauchen Gold, Silber, Erz und Tischkorallen. Tischkorallen haben wir. Jetzt kommt wieder diese geile Musik. Ich lasse die immer im Hintergrund. Genau, wir haben dann noch. Stimmt, wir haben auch noch dieses Seemottenfragment-Dingsbumster. Nicht Fragment, wie heißt das? Genau, Seebahn-Frachtabteil. Den Testüberbrückungsmodul, das müssen wir noch machen. Dafür brauchen wir den Parallelprozessor. Wir brauchen einmal Silbererz, Gold und Tischkoralle. Gut, dann würde ich sagen, wir suchen einmal nach. Quatsch, Gold, wir wissen, wo wir das herbekommen. Wir müssen einmal nach da drüben zur Anleger, zur Delta-Station und dann da abtauchen. Da war nämlich das Ganze. Müssen auch gleich nochmal was trinken, haben wir noch die Hälfte ungefähr. Das Game bockt mega, also ich wollte demnächst auch mal wieder im Stream Subnautica 1 zocken. Ich bin mal gespannt, ich werde das dann natürlich auf YouTube reuploaden. Das aber denke ich mal cutten, dann auch. Aber immer in mehrere Teile, weil das sind teilweise in 1-2 Stunden, das ist zu lange. Warte mal, was ist das? Ist das zufällig schon? Das wäre cool, wenn es das schon wäre. Perfekt. Okay, wir haben Silbererz. Jetzt muss ich nur mal kurz da vorne, ne? Genau, hier müsste dann guck mal. Prima, guck mal, wir haben das schon direkt. Die Karte können wir auch. Vielleicht hier. Gut, wir können ja Silbererz auf Lager mitnehmen schon mal. Dass wir ein bisschen mehr haben als... wir brauchen Gold. Kupfer. Ja gut, brauchen wir auch. Schadet nicht, das zu haben. Sagen wir es mal so. Gut, hier. Okay, das müssen wir uns merken. Kalverit oder so hieß das Ding, ne? Ja, das merken wir mal. Gut, lassen wir mal die 2 fallen. Das Titan. Gut, ein Titan brauchen wir. Wir sollten uns... hier. Haben wir das schon Ding schon... Ja, das haben wir schon gescannt. Gold, perfekt. Ich würde sagen, dass wir ein bisschen mehr mitnehmen von diesem... vom Gold. Weil es lohnt sich immer, was auf Reserve zu haben. Hinterher müssen wir immer permanent hier hinlaufen. Schwimmen, meine ich. Silbererz. Gut, Silbererz nehmen wir auch. Mit Titan können wir ja easy davon. Gut, Salzablagerung braucht auch kein Schwein, ehrlich. Ich glaube, hier. Okay. Natürlich kriegen wir Titan raus. Lithium, das brauchen wir auch. Perfekt. Da weiß ich nämlich auch nicht mehr, ob wir da noch genügend von da haben. Wir können ja nochmal einmal hier reinschwimmen. In die Hölle. Aber ich glaube, denke, weiß, dass... wir haben alles. Gut, dann gehen wir zurück. Dann machen wir den Parallelprozessor und dann dieses Testüberbrückungsmodul. Wo müssen wir da lang? 500 Meter, tschüss. Ich habe mich auch entschieden, diese Subnautica-Videos so an die 20 Minuten zu orientieren, nicht mehr so zu lange zu machen, so was wie 30 Minuten. Weil, hab gemerkt, so, wenn ein Video zum Beispiel von Subnautica nur 20 bis 24 Minuten lang ist, kam das besser an als 30 bis 35 Minuten. Dann mache ich das in mehrere Parts. Wir brauchen noch Tischkorall. Nee, sag jetzt nicht, wir haben kein... Nein. Bitte haben wir noch hier vorne in der Truhe. Ja gut, wir... Wir hätten das Lithium gar nicht mitnehmen brauchen. Na super. Da müssen wir eben kurz eine Tischkoralle finden. In Subnautica 1 waren die immer vor der Tür. Hier muss man 20 Minuten suchen. Müssen wir nochmal gucken. Hier. Perfekt. Wir haben kein Messer, ne? Bin ich dumm? Hier ist das Messer. Nehmen wir mal hier. Den Lasercutter brauchen wir ja nicht. Das haben wir noch gar nicht gescannt. Lol. I don't wusste das. Was ist Halbmondkoralle? Egal. Warte mal, haben wir... Quatsch. Ich bin auch irgendwie... Ja, heute bin ich irgendwie auch nicht mehr bei der Sache. So, perfekt. Tischkoralle direkt auf Vorrat mitnehmen. Ich wusste, dass das passiert, aber ich habe es zugelassen. Gucken wir mal. Wir haben alles. Da, wir erstellen den Parallelprozessor. Perfekt. Wir haben alles. Yes. Jetzt ist nur die Frage... Warte mal, wo können wir jetzt... Da, Testüberbrückungsmodul. Und dann würde ich sagen, gehen wir da hinten hin.
Perfekt. Ah, das nervt mich jetzt, dass das Rezept da weg ist. Das könnten sie ändern, dass das nicht permanent da ist. Können wir das andere Plaststahl... Wir können das andere herstellen, ne? Lithium, tatsächlich. Da können wir auch gleich das Frachtmodul herstellen. Perfekt. So schmeckt das. Tatsächlich. Ah, uns fehlt Blei, ne? Gut, dann lassen wir das. Gut, dann fahren wir jetzt zur Delta-Station. Wir müssen darauf achten, wir haben nicht mehr so viel Energie. So, 100 Meter noch. Dann haben wir es. Jetzt legen wir elegant ein. Oder auch nicht. Ja, ich glaube, hier können wir gar nicht anlegen. Ne, wir müssen schon hier. Ah, chillig. Ist das... genau, wir müssen nach da oben. Jetzt müssen wir nur den Weg finden. Boah, diese... Na super, das habe ich mir schon gedacht. Egal. Die Pflanzen sind so cool. Die sehen so geil aus. So, Testüberbrückung zum... Oder mussten wir damit zur Frau? Nee, ich glaube, das mussten wir da oben schon dran machen. Ich hoffe es zumindest. Wenn, dann müssen wir nochmal zur Frau da. Und dann müssen wir aber vorher zurückgehen, weil ich dringend Wasser brauche. Ja, 19 haben wir noch. Okay. Hier war das, glaube ich, ne, der Weg. Ja. Ja, genau hier. Da vorne kam die Frau mit dem Krebsanzug. Das triggert man auch nur, wenn, wenn man keinen Krebsanzug selbst anhat, zum Beispiel. Aber wir wollen ja in der Story weiterkommen auch. So, mal gucken, wo müssen wir hin? Hier? Ne. Hm. Gucken wir mal. Okay, es wird Nacht. Hier. Perfekt. Oh Gott, 17 HP, nicht HP, Wasserdings haben wir noch, Wasserpunkte. Prima. Wir haben es. Testbetrieb starten. Jo. Was ist das denn? Was macht die denn da? Oh nein. Perfekt. Hast du es jetzt? Ja, okay, ich hoffe es. Wir müssen dringend entweder rein oder... Ah, hier, okay, perfekt. Süße Pflanzi. Au. Annehmen. Lol. Mein Gewächshaus. Aha. Ja gut, du, das muss aber warten. Wir müssen nach Hause, weil... If you have time for me in your busy social calendar. Ja, im Gegensatz zu der habe ich welche. Nein. Ist das nicht ein Testüberbrückungsmodul? Ich will es gar nicht wissen. So, wir gehen jetzt. Yo, wait, what? Tschüss, wie viel Land gibt es hier bitte? Seek fluid. So, ja, funktioniert die Kaffeemaschine? Natürlich nicht. Ja, perfekt. Oh. Das haben wir übersehen. Fred, I'm not blaming you. But what do you mean it's gone? Where did it go? You found some trouble somewhere in the deep twisty bridges. Oh, wir müssen schnell zurück. Yeah, I had a jettison a module. Sondertreibkoppeln. Went back for it. It was just... Hören wir mal an. Ich bin mal so lange ruhig. Someone stole it. Or something. I didn't lose it, that's for sure. Ich achte auf meine... Also ich achte nie auf meine Ausrüstung. Wäre ein bisschen peinlich. Der Fred. Ah, guck mal, das wird da oben links angezeigt. Das habe ich gar nicht gesehen. Und ich wusste auch nicht, dass es sowas gibt mit Anrufen und so, like in Cyberpunk oder so. Oder geht GTA mit der Margaret da oder wie die nochmal heißt. So, sobald wir hier so einen Blasenfisch oder Blasfisch sehen, oder wie die Dinger heißen, geiler Name, by the way, müssen wir, oder nehmen wir den mit, weil wir haben nur noch 7 Punkte. Wasserpunkte, 7% Wasser, wie auch immer. Jetzt müssen wir erstmal wieder den Fisch suchen. Wahrscheinlich finden wir den wieder nicht. Das ist wieder so typisch dann. So mäßig, mal, hä? Hier waren doch sonst immer welche. Hier. Komm her.
Was bist du denn? Wir sollten uns mal dringend eine Base bauen. Ich hatte gesagt, dass wir diese Folge eine Base bauen, aber das würde ich dann doch nächste Folge machen. Weil ich wollte jetzt erstmal diesen Parallelprozessor da hier craften. Und dann... Perfekt, ja genau, die Batterie leer. Und dann dieses Tesla-Überbrückungsmodul und in der Story weiterkommen auf jeden Fall. So, Licht machen wir mal aus. Energie sparen. Wasser, 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 Wasser. Da, gefiltertes Wasser, perfekt. Und trinken. Vital Signs. Subi. Da ist ja der Fred. Gucken wir mal, wo müssen wir hin? Ursprung des fremden Notrufs, Basis von der Frau. Genau, wir müssen zum Gewächshaus tatsächlich. Können ja einmal kurz... Ach ja, wir müssen Batterien einmal... Und eine Energiezelle. Energiezellen brauchen wir. Ah, wir können sogar... Nein, jetzt habe ich meine Batterie... Nein, oder? Ich habe gerade literally umsonst Energiezelle... Egal. Ich habe umsonst die Energiezellen gecraftet und Batterien verschwiegelt. So, die leere Batterie können wir eh fallen lassen, die brauchen wir nicht. Können wir die scannen oder irgendwas? Ah. Schuppige, was? Schuppige Zungenanemone, okay. Kennen die nicht. Wir gucken noch mal einmal. Genau, Kompass haben wir ja schon. Wir sollten Blei vielleicht einmal besorgen. Jetzt, da müsste ich aber einmal nachgucken, woraus man nochmal Blei bekommt. So, also, ich weiß, ich habe kurz nachgeguckt und ich weiß wieder, wo es genau Blei gibt. Wir müssen in diesem Kelp Forest wieder. Das ist genauso gleich wie in Subnautica 1. Jetzt brauchen wir keinen. Ah, hier, Galentin. Ja, genau, Galentin. Perfekt. Danach können wir doch auch gucken. Galentin-Aufschuss. Ich kann mich noch erinnern, wir haben so oft danach gesucht. Aha, da. Natürlich kriegen wir. Aber das gibt's doch nicht, Leute, ehrlich. Blei, perfekt. Noch einen Blei brauchen wir. Deep Arctic ist der und hier in diesem Kelp-Biom. Boah, die Musik, die ist so... Ich mag ja generell, also wovon ich sehr viel Fan bin, ist Space. Ich spiele auch sehr viel Star Citizen. Könnte ich auch mal im zum Beispiel Stream drüber machen. Oder halt auch solche Sea, Open Sea Games, sage ich jetzt mal. So ist wie Subnautica einfach. Bin ich sehr großer Fan von. Blei, perfekt. Super, wir haben alles. Dann können wir dieses Frachtmodul machen. Da sind wir. Gut, dann können wir ja dieses, ach nee. Doch, warte, ja. Wir brauchen das Lithium zweimal. Zwei Lithium. Wie diese Plaststahlbarren, ne? Genau. Prima, wir haben alles. Nice. Und dazu müssen wir, glaube ich, oben in diese... Ja, dazu müssen wir oben in... zur... wie heißt das Ding nochmal? Mobile Fahrzeugstation, genau. Perfekt, wir haben das Frachtabteil. Nice. Bin mal gespannt, wie es... Also ich glaube, man musste das so per Hand andocken, ne? Glaube ich. Ja, genau. Hier, genau. Ja, genau, so habe ich das auch in Erinnerung. Wo ist da vor... Ach, scheiße. Mit diesen langsam gefühlten RCS-Düsen da lang... Oh Gott, das könnte ein bisschen dauern. Oder auch nicht. Ist langsam... Ich dachte, das wäre langsam mal so. Guck mal, einfach nur dran. Prima. Also. Leute, unser erste... Oha, unser erstes Modul. Oh. Ah, jetzt kommt auch so... Oh, ja gut, das ist ein bisschen schräg. Jetzt ist auch hier so eine Animation. Ui. Alter, nice. Wir haben Frachtsachen. Oh, da, okay, das ist cool. Das ist cool. Ach, cool. Also, wir haben schon sehr viel geschafft. Ich frage mich, wie das funktionieren soll, egal. Ja, prima. Ich würde dann sagen, ich lasse das Video für heute erstmal stehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like oder schaut auch gerne auf Twitch vorbei und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.